Im heutigen Video schauen wir uns noch einmal 5 Fälle an, bei denen auf mysteriöse Art und Weise ganze Personengruppen spurlos verschwunden sind. Solltet ihr den ersten Teil verpasst haben, könnt ihr einfach auf den Pop-up oben rechts im Bild klicken und das Video nachholen. Und jetzt beginnen wir mit dem heutigen Video und den 5 mysteriösesten Massenverschwinden der Geschichte. Die skandinavischen Länder sind nicht nur für ihre atemberaubende Natur bekannt, sondern auch für ihre äußerst niedrige Kriminalitätsrate. Umso mehr waren die Schweden schockiert, als sich am 29. Juli 1965 das erste und einzige Massenverschwinden in ihrem Land ereignete. An diesem Tag trafen sich 3 Freunde in der Stadt Göteborg. Göteborg liegt an der Westküste des Landes und ist eine der größten Städte Schwedens. Der 22-jährige Guy Carlsson traf sich mit dem 21-jährigen Jan Olof Dalsjö, nach dem auch dieser Fall benannt wurde, und mit dem 16-jährigen Kjell Ake Johansson. Die 3 Männer kannten sich durch die Arbeit am Hafen. Dort reparierten und bauten sie Schiffe in der Werft. Die jungen Männer gerieten zwar betrunken gelegentlich in kleinere Auseinandersetzungen mit der Polizei, hatten aber nie eine größere Straftat begangen oder jemanden Schaden zugefügt. An diesem verregneten Julimorgen liehen sie sich den blauen Volvo von Dalsjös Bruder und fuhren einfach los. Niemand wusste, wo genau die Männer hinfahren wollten. Außerdem hatte niemand von den 3 einen Führerschein, also fuhr mindestens einer von ihnen illegal Auto. Zuerst dachte man, dass sie eventuell ihre Lohnpakete abholen wollten, die bei ihrer Arbeit am Hafen bereit lagen. Dem war allerdings nicht so. Sie tauchten dort niemals auf. Gegen 15 Uhr wurden sie noch im nahegelegenen Café Maden gesehen, bevor sie anschließend spurlos verschwanden. Da die Männer zu verschiedenen Zeiten als vermisst gemeldet wurden, dauerte es 9 Monate, bis das Verschwinden der 3 überhaupt miteinander in Verbindung gebracht wurde. Auffällig war auch, dass Dalsjö bei seinem Verschwinden einen braunen Anzug trug. Solch schicke Kleidung war ungewöhnlich für ihn. Als ihn ein Familienmitglied fragte, wohin er vorhatte zu gehen, antwortete Dalsjö, dass er in einer nahegelegenen Stadt campen und schwimmen gehen wollte. Ob das stimmte und warum er dafür einen Anzug brauchte, ist unklar. Alle 3 Männer ließen ihre privaten Sachen und ihr Geld zurück. Johansson war erst ein paar Wochen zuvor Vater geworden. Niemand konnte sich erklären, warum die jungen Männer einfach verschwinden sollten. Am selben Tag verschwand außerdem der 18-jährige Kunststudent Höbner Lundqvist. Dieser reiste gerade durch Göteborg, um nach Lysekil zu gelangen. Dabei fuhr er oft per Anhalter. Vor seinem Verschwinden schrieb er seinen Eltern aus Göteborg noch eine Postkarte mit dem Inhalt: "Alles ist gut, sorgt euch nicht." Danach verschwand er. Es ist unklar, ob sein Verschwinden etwas mit dem der 3 Männer zu tun hat. Aber es kam schnell die Theorie auf, dass er als Anhalter bei ihnen mitfuhr und sie gemeinsam verschwanden. Die Polizei suchte auch großflächig die Gebiete um die Straßen ab, da keiner der Männer einen Führerschein hatte und es am Tag ihres Verschwindens stark regnete, dachte man, dass sie von der Straße abgekommen sein müssen. Aber auch der blaue Volvo blieb verschwunden. Ein seltsamer Zufall war der, dass am gleichen Tag eine Bank in der Nähe überfallen wurde. Für die sonst so ruhige und friedliche Stadt waren das sehr viele Ereignisse an einem Tag. Bei dem Überfall drangen 2 bewaffnete Männer in die Bank ein und nahmen die Kunden als Geiseln. Einer von den Tätern war mit einer Perücke und falschen Brüsten als Frau verkleidet. Sie ließen sich einiges an Geld aushändigen, aber bevor sie damit flüchten konnten, griff eine der Geiseln den als Frau verkleideten Täter an. Die Geisel hatte viele Jahre Wrestling und Kampfsport betrieben und konnte den Mann leicht überwältigen. Dieser schoss sich dabei versehentlich selbst ins Bein. Sein Kollege konnte ihm zur Hilfe eilen, und so flohen die beiden Männer aus der Bank. Einige der Geiseln und der Mitarbeiter verfolgten die Diebe und warfen mit Steinen nach ihnen. Als diese allerdings in die Luft schossen, zogen sie sich schnell zurück. Die beiden Täter flüchteten zu einem nahegelegenen Fluss. Unter ihrer Kleidung trugen sie Taucheranzüge
und ein dritter Komplize sollte in einem Boot auf sie warten. Dieser hatte allerdings aufgrund der Schüsse Angst bekommen und war geflohen. Die Polizei traf ein und konnte den verwundeten Täter festnehmen. Der andere schaffte es zu fliehen. Allerdings wurden nur wenige Wochen später seine Komplizen ebenfalls festgenommen. Sie waren alle drei ungarischer Herkunft und es gab keine offensichtliche Verbindung zum Dalsjö-Fall. Allerdings werden die beiden Ereignisse oft gemeinsam erwähnt, da es so unwahrscheinlich klingt, dass mehrere solcher Fälle an einem Tag passieren und dann auch noch in der gleichen Gegend, wo sonst nie etwas passiert. Eventuell überfiel einer der bewaffneten Täter die drei jungen Männer und nahm das Auto als Fluchtwagen. Aber warum tauchten die drei dann nie wieder auf? Und was ist mit dem vermissten Kunststudenten passiert? Fragen, auf die wir wahrscheinlich niemals eine Antwort bekommen. Es war Heiligabend 1995, als Jenny und George Sodder ihre 9 Kinder ins Bett gebracht haben. Ihr 10. Kind war Soldat und deswegen nicht zu Hause. Die Familie lebte in einem kleinen Haus in Fayette, einer Stadt in Virginia. Ursprünglich stammte George allerdings aus Sizilien. Im Alter von 13 Jahren kam er nach Amerika, da er und seine Familie mit der italienischen Regierung sehr unzufrieden waren. Nachdem sie ihre Kinder ins Bett gebracht hatten, legten sich auch Jenny und George schlafen. Kurz nach Mitternacht wurde Jenny allerdings durch das klingelnde Telefon aufgeweckt. Sie ging ran und am anderen Ende hörte sie Gläser klirren. Kurz darauf meldete sich eine fremde Frau. Sie fragte Jenny nach einer ihr unbekannten Person. Jenny antwortete, dass sie nicht wisse, wen die Frau meine. Daraufhin lachte diese sehr komisch und legte auf. Jenny dachte, es wäre ein schlechter Scherz oder dass sich die Frau verwählt hatte und legte sich unbesorgt wieder schlafen. Doch nicht mal eine Stunde später, um 1 Uhr morgens, hörte sie, wie etwas auf das Dach ihres Hauses fiel. Es hörte sich an, als würde der Gegenstand nach dem Aufprallen weiter über das Dach rollen. Jenny wollte dem Geräusch nicht mitten in der Nacht nachgehen und schlief wieder ein. Um 1.30 Uhr wurde sie dann ein drittes Mal geweckt. Dieses Mal war es eine unerträgliche Hitze, die sie aus dem Schlaf gerissen hatte. In dem Bruchteil einer Sekunde war Jenny hellwach. Ihr gesamtes Haus stand in Flammen. Schnell weckte sie George und die beiden holten ihre 4 Kinder, die mit ihnen im Erdgeschoss schliefen. Gemeinsam verließen sie das Haus. Ihre 5 anderen Kinder schliefen alle im Obergeschoss und der Weg dorthin war durch die Flammen versperrt. George reagierte schnell und wollte die Leiter holen, die immer an der Wand des Schuppens lehnte. Er hatte sie erst wenige Stunden zuvor dort abgestellt. Doch zu seinem Erstaunen musste der Vater feststellen, dass jemand die Leiter gestohlen hatte. Fiebrig überlegte er, wie er seine Kinder aus den Flammen retten könne. Und schlussendlich kam ihm die Idee, mit einem der beiden Autos der Familie ans Haus heranzufahren und durch das Fenster einzusteigen. George setzte sich in sein Auto, aber der Motor sprang nicht an. Dann versuchte er sein Glück bei seinem 2. Auto. Aber auch dieses funktionierte plötzlich nicht mehr. Um möglichst schnell die Feuerwehr zu kontaktieren, gingen die Eltern sogar noch einmal zurück in das brennende Haus, um von dort aus zu telefonieren. Doch auch das Telefon war plötzlich defekt. George bemerkte, dass jemand die Telefonleitung durchtrennt hatte. Sehr zur Verwunderung Jennys, die vor nicht einmal 2 Stunden noch einen Anruf auf das Telefon empfangen hatte. Letztendlich mussten die Sodders zu einem Nachbarn laufen und von dort aus die Feuerwehr anrufen. Da die meisten Feuerwehrleute allerdings an Heiligabend zu Hause bei ihren Familien waren, dauerte es ganze 6 Stunden, bis um kurz vor 8 Uhr morgens das erste Feuerwehrauto eintraf. Und dabei war die Feuerwehrwache gerade einmal 2 Meilen entfernt. Als die Feuerwehr ankam, hatten George und Jenny bereits dabei zusehen müssen, wie ihr Haus mitsamt ihren 5 Kindern bis auf die Grundmauer niedergebrannt war. Das Grundstück wurde aufgrund der Feiertage auch nur sehr dürftig untersucht. Was aber auffiel, war die Tatsache, dass keinerlei Knochen gefunden wurden. Das Feuer wäre eigentlich nicht heiß genug gewesen, um die Knochen der Kinder rückstandlos zu verbrennen. Und bei 5 vermeintlichen Leichen hätte man definitiv etwas finden müssen. Das verleitete George und Jenny zu glauben, dass ihre Kinder nicht in den Flammen verbrannt waren.
Sie glaubten, dass sich irgendjemand gegen sie verschworen hatte und ihre Kinder entführte, bevor er die restlichen Familienmitglieder im Feuer umbringen wollte. In den nächsten Jahren suchten die Eltern unaufhörlich nach ihren Kindern. Sie hingen zahlreiche Schilder und Suchplakate auf und stellten Belohnungen für Hinweise aus. Doch die 5 Kinder, im Alter von 5 bis 14 Jahren, blieben verschwunden. George und Jenny waren zunehmend von einer politischen Verschwörung überzeugt. Sie vermuteten, dass die sizilianische Mafia ihre Finger im Spiel hatte. In der Vergangenheit hatten sie sich bereits mehrfach negativ über Mussolini, einem italienischen Politiker, geäußert. Infolgedessen wurden ihnen von verschiedenen Seiten aus gedroht und ihr Ruf in der Stadt wurde schlecht gemacht. Jahrelang gaben sie die Hoffnung aber nicht auf, dass ihre vermissten Kinder noch lebten. 20 Jahre nach dem Brand bekam Jenny plötzlich einen anonymen Brief. Darin befand sich ein Foto eines jungen Mannes. Auf der Rückseite des Bildes war handschriftlich der Name einer ihrer Söhne notiert. Ein Absender stand nicht auf dem Brief. Dafür aber eine Postleitzahl, die man nach Palermo, einer Stadt in Sizilien, zurückverfolgen konnte. Daraufhin stellte Jenny 2 Privatermittler ein, die nach Palermo reisen und der Spur nachgehen sollten. Allerdings wurden beide von ihnen kurz darauf als vermisst gemeldet und tauchten nie wieder auf. Was mit den Kindern in jener Nacht passiert ist und ob es sich bei dem jungen Mann auf dem Foto tatsächlich um einen der Söhne von George und Jenny handelte, ist bis heute ungeklärt. Im Jahr 1923 gab es in Mato Grosso in Brasilien einige kleinere Dörfer, die im Dschungel lagen. Im Februar 1923 durchquerten die Bewohner eines Nachbardorfes Hör Verde. Schon als sie das Dorf betraten, fiel ihnen auf, wie ungewöhnlich leise es war. Es zwitscherten keine Vögel, man hörte keine Stimmen, selbst die meisten Insekten waren verstummt. Eine bedrückende Stille machte sich breit. Als sie sich im Dorf weiter umsahen, bemerkten sie, dass alle 600 Einwohner verschwunden waren. Ihre Waffen allerdings hatten sie zurückgelassen. Auch ihr Essen und ihre Kleidung fand man unversehrt vor. Die Bewohner des Nachbardorfes riefen die Polizei der Stadt. Diese untersuchten Hör Verde genauer. Es wirkte so, als wären die Einwohner alle von einer Sekunde auf die andere verschwunden. Sie hatten keine Gegenstände mitgenommen. Und es gab auch keine Hinweise auf einen Kampf. Als die Polizisten allerdings die Dorfschule betraten, fanden sie dort eine Botschaft, die an eine Tafel geschrieben wurde. In krakeliger Schrift stand dort: Es gibt keine Erlösung. Auf dem Pult vor der Tafel lag eine Pistole, dessen Magazin eine einzige Kugel fehlte. Laut den Polizisten konnte man noch feststellen, dass dieser Schuss erst wenige Stunden zuvor abgefeuert wurde. Niemand konnte sich erklären, wie die 600 Einwohner unbemerkt verschwinden konnten. Eine Theorie war die, dass die Bewohner geflohen waren, da im Jahr zuvor Arthur da Silva Bernandes zum Präsidenten gewählt wurde und viele seiner Gegner ihn stürzen wollten. Es herrschte regelrecht ein Krieg zwischen der Regierung und dessen Gegnern. Eventuell wollten die Einwohner nicht zwischen die Fronten geraten und sind daher geflüchtet. Aber dann wären die 600 Leute sicher jemandem aufgefallen. Und sie hätten vermutlich Waffen und Essen mitgenommen. Weil der Fall aber schon so weit zurückliegt und es so gut wie keine Informationen zu den Umständen gibt, kann man nur höchst spekulativ werden. Eigentlich gibt es auch so gut wie keine Beweise dafür, dass diese Geschichte überhaupt passiert ist. Denn ihr Ursprung liegt in einem kurzen Artikel eines russischen Magazins. Durch das Rezipieren und Abändern westlicher Medien und Foren entwickelte sich die Geschichte zu dem, was sie heute ist. Ein Mythos, zu dem es keine wirkliche, sondern nur grenzwissenschaftliche Erklärungen gibt. Die Menschenmassen seien von Aliens entführt worden oder in eine andere Dimension geraten. Bilder, die man online findet und das Dorf zeigen sollen, können nicht verifiziert werden. Dass das Dorf jemals existiert hat, kann nicht einmal bestätigt werden. Hör Verde wäre auch ein merkwürdiger Name für ein brasilianisches Dorf, da Hör ein Wort ist, das nichts mit der portugiesischen Sprache zu tun hat.
Zudem beginnen Wörter im Portugiesischen nur mit H, wenn es stumm ist, also nicht gesprochen wird. Dementsprechend klingt es eher so, als wäre der Name einer Feder eines Mannes entsprungen, der selbst nicht aus Brasilien kommt. Aber wie sollte er dann von dem Dorf und dem Fall gehört haben? Meiner Meinung nach klingt das alles eher danach, als wäre die Geschichte nur ein Mythos. Aber was glaubt ihr? Gab es Hörwerde wirklich oder ist es nur erfunden? Die Zyklop war ein bewaffnetes Kriegsschiff der USA, welches im Ersten Weltkrieg oft in den Meeren rund um Europa zum Einsatz kam. Allerdings sollte sie ihr Schicksal nicht während eines Einsatzes ereilen, sondern bei einer Frachtfahrt. Im Februar 1918 verließ die Zyklop den brasilianischen Hafen und war dabei leicht überladen. Am 3. März 1918 sah man sie noch vor der Küste von Barbados. Danach brach der Kontakt ab. Es wurde lange nach dem Schiff gesucht, aber man fand weder Wrackteile noch Überlebende. Das Schiff verschwand mitsamt 300 Besatzungsmitgliedern und Passagieren spurlos. Am 10. März herrschte noch ein größerer Sturm, der als Ursache vermutet wurde. Die Küstenwache konnte sich das Verschwinden allerdings nicht erklären und war sich sicher, dass es Wrackteile hätte geben müssen, wenn das Schiff im Sturm verunglückt wäre. Auch bei diesem Fall wird oft eine Entführung von Außerirdischen erwähnt. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass das Schiff eben doch von einem Kavenzmann erwischt und im Sturm gesunken war. Was man aber vielleicht noch erwähnen sollte, die Zyklop verschwanden mitten im Bermuda-Dreieck. Am 8. März 2014 startete der Flug 370 um 0.40 Uhr in Kuala Lumpur in Malaysia. Ihr Ziel Peking sollte die Maschine gegen 6.20 Uhr erreichen. Bei dem Flug 370 handelte es sich um eine Boeing 777, einem der sichersten Flugtypen der Welt. Besetzt war die Maschine an diesem Tag mit 239 Menschen, darunter 12 Besatzungsmitglieder und 227 Passagiere. Das große Flugzeug hob ohne Probleme vom Flughafen ab und verschwand am klaren Nachthimmel. Der 53-jährige Pilot war äußerst erfahren und hatte zu dem Zeitpunkt bereits über 33 Jahre Berufserfahrung gesammelt. 39 Minuten lang verlief auch alles wie geplant. Um 1.19 Uhr meldete sich der Kapitän mit einem letzten Funkspruch und sagte: "Gute Nacht, Malaysia, 370. Nicht einmal anderthalb Minuten später, um 1.21 Uhr, brach der Kontakt zum Flugzeug ab. Die Mitarbeiter im Tower konnten noch sehen, dass die Boeing zunächst weiterhin der geplanten Route folgte, sich dann aber nach rechts wendete, nur um sich danach unmittelbar konstant nach links zu drehen. Anschließend wurde der Autopilot aktiviert. Jeglicher Kontaktversuch scheiterte und kurz darauf verschwand das Flugzeug ganz vom Radar. Man ging zunächst davon aus, dass die Maschine über dem Golf von Mexiko abgestürzt war. Allerdings fand man später heraus, dass das Flugzeug noch 6 weitere Stunden Signale an einen Satelliten sandte, weswegen davon auszugehen ist, dass es auch die ganze Zeit über am Himmel blieb. Zwischendurch gab es eine Stunde lang keine Signale ab. Vermutlich wurde das Flugzeug in dieser Stunde manuell gesteuert und anschließend zurück auf den Autopiloten geschaltet. Ob es sich bei der Person, die das Flugzeug steuerte, um den Piloten handelte oder warum kein Kontakt zum Tower aufgenommen wurde, ist unklar. Man konnte allerdings nachkonstruieren, dass die Boeing in der Stunde, in der sie manuell gesteuert wurde, den Kurs zurück nach Malaysia änderte und dann vermutlich entlang der thailändischen Grenze und über Indonesien flog. Als der Autopilot wieder aktiviert wurde, flog das Flugzeug wahrscheinlich in südlicher Richtung raus auf den Indischen Ozean. Westlich von Australien brachen dann sämtliche Signale ab. Vermutlich ging dem Flugzeug zu diesem Zeitpunkt der Treibstoff aus und es stürzte führerlos ins offene Meer.
Die Suche nach dem Flugzeug war mit 150 Millionen Euro die teuerste Suche in der gesamten Luftfahrtgeschichte. 4,5 Millionen Quadratkilometer wurden dabei abgesucht. Im Juli 2015 fand man ein einzelnes Wrackteil tausende Kilometer entfernt am Strand der Insel La Réunion. Weitere Wrackteile wurden daraufhin in Madagaskar und an der afrikanischen Küste entdeckt. Wichtige Hauptteile sowie der Flugdatenschreiber konnten allerdings nie gefunden werden. Auch von den Leichen der Passagiere und der Besatzung fehlt weiterhin jede Spur. 2018 wurde die offizielle Suche eingestellt. Und damit bleibt der Flug 370 eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte, denn es handelt sich auch um das größte besetzte Passagierflugzeug, das bis heute vermisst bleibt. Experten rätseln weiterhin an der Ursache für den Absturz. Im Laufe der letzten Jahre wurden dabei verschiedene Theorien genannt. Zunächst wurde ein Suizid des Piloten vermutet. Allerdings gab es dafür keine wirklichen Anhaltspunkte. Auch eine mögliche Flugzeugentführung wurde diskutiert. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass es eventuell zu einem technischen Problem kam und alle Passagiere aufgrund eines Sauerstoffmangels bewusstlos wurden. Das Flugzeug steuerte dann, auf Autopilot geschaltet, stundenlang durch die Gegend, bis ihm der Treibstoff ausging und es in den Indischen Ozean stürzte. Hierbei wird allerdings nicht die Stunde, die nicht im Autopiloten geflogen wurde, erklärt. Frankreich gibt die Hoffnung nicht auf. 4 der Passagiere stammten von dort und das Land setzt auch heute noch alles daran, irgendwann den vermissten Flugdatenschreiber zu finden, um so das Rätsel rund um den Flug 370 aufklären zu können. Den Fall habe ich hier nur kurz angerissen, um herauszufinden, ob ihr Interesse daran hättet, dass ich ein langes Video zu dem Flug 370 mache. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und damit sind wir schon am Ende des heutigen Videos. Wie gefällt euch dieses Format? Möchtet ihr weiterhin mehr davon sehen? Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen der Fälle ihr am interessantesten fandet. Und schaut euch auch den ersten Teil an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, Kommentar oder Abo da. Das geht extrem schnell und damit helft ihr mir wirklich ungemein weiter. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.